Alle Spiele der BKB BL live. Nur hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und erst recht hier. Telekom Basketball. Jetzt mit NBA und unseren Eurocup-Spielen. Zweiter Dreier dieser verwalteten Verteidigung und behält mit der Antwort, ich werde bekloppt! 101 zu 101! Letzten 7 Sekunden! Starkey! Von draußen, Starkey zum Sieg! Starkey! Marie Starkey! Für 3! Das Spiel ist aus, der ist Oliver Baskets! Gewinnen in einer verrückten Crunch-Time! Bamberg mit der Chance, den Sack zuzumachen. Sie ist es zu kurz, keine Absicherung im Backcourt. Trinkieri sieht das Unheil kommen und Hobbs vollendet. Zum Gießner Sieg 81 zu 80. Unfassbar. Heute waren ja Basketballgott in Gießner und alles gut. Der letzte Angriff entschied dieses Spiel bei Reuth mit der Chance zum Ausgleich. Doch der Hookshot ist nicht drin. Aber die zweite Chance, die landet bei wem? Bei John Flowers mit dem Buzzerbeater zum Sieg der Gäste. Was für eine Aktion. Ich meine, mit Flowers hatte Bayreuth einen Spieler, der heute überragend gespielt hat. Hat er fast jeden Wurf getroffen. Dann trifft er natürlich auch noch so einen Wurf. Und es ist natürlich sehr, sehr bitter, dass wir jetzt mit dem Buzzerbeater verlieren. Hobbs verletzt auf der Bank. Wer übernimmt die Verantwortung für Gießen? Jormann Polas Bartolo. Der gebürtige Kubaner zum Brett, zum 81 zu 79 und noch einmal Auszeit. Was lässt sich Würzburg einfallen? Es geht über Drew Joyce, aber die Leo blockt ihn. Der Kapitän mit der entscheidenden Defensivaktion. Die Gießner haben nochmal die Riesenchance, mit den letzten Sekunden das Spiel für sich zu entscheiden. Und dann kam so ein Wahnsinnsspielzug dabei raus. Hobbs auf Paul und der haut ihn rein. Hobbs is one of the best passers in the league by far, and you know, he was player of the month last week for that reason, and he shares the ball well. They came on to him at the end, and they ended up leaving me open, and you know, that's my job on the team, to try to knock down open shots, and it just happened to be my time in that last second. Darf man ein bisschen träumen von den Playoffs? Ja, träumen darf jeder,